So, da sind wir wieder hier in der Epic Time, 17 Uhr und wir spielen Assassin's Creed 3 hier mit dem dicken Gemetzel. Wir haben hier die Wachen schon überrumpelt und werden uns jetzt weiter durchkämpfen hier im Objekt des Feindes. Boah, ohne hinzugucken hat er den Knopf gefunden. Wow, was ist denn ab so? Sie haben absolut nichts gelernt, seit Sie uns verließen. Sie besteigen einen Aufzug mitten in feindlichem Territorium? Na. Wo ist mein Vater? Sie werden ihn bald sehen. Jetzt seien Sie brav und warten Sie auf die Signal. Das war doch klar, ey. Du musst den Rest des Weges klettern. Fahrstuhl ist nie gut. Aber immerhin gibt es eine Sicherheitslupe. Oh, nicht mit mir hier. Mein Gott, der klettert wie ein alter Opa. Für das der sonst überall hochgeht, ey. Er klettert den Aufzugsschacht hoch. Schickt jemanden rein. Da können wir nicht hoch. Sag nicht, wir müssen hier raus. Ach, das ist eine Scheibe. Sag das doch gleich. Also so ganz will es hier nicht, außer an den kleinen Türmanschetten hier. Wofür auch immer die gut sein sollen. Oh, er macht mal die großen Sprünge. Wir müssen ihn finden. Er kann nicht weit sein. Wo ist er? Pass auf, gleich guckst du mal. Können wir das nicht auch? Der eine ist schon mal runtergefallen. Tschupp, und der nächste ist auch runtergefallen. Ich würde jetzt mal vermuten, er ist hier. Ah ja. Falsch vermutet. Daddy, who's your daddy? Where's my daddy? Habe ich mich jetzt hier einer gesehen? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Komischen Ärzte hier auch alle so gepuschelt rumstehen können. In ihren weißen Kitteln. Aber die wollen sich die natürlich auch nicht dreckig machen lassen hier. Wird ja voller Blut hier alles sein. Die haben es aber schön, ja. Bam! Bam! Ja, hier bei den Templern hat man natürlich keine vernünftigen Waffen. Man hat nur Fäuste, um Einbrecher und Eindringlinge niederzustrecken, ey. Hallo, der hält aber richtig dick aus, ey. Damn it! Nice! Und nochmal hier rumgeschleudert. Oh, der Erste, der eine Waffe zückt. Ja, und erstmal daneben schießen. Dich haben wir erstmal. Roundhouse Kick hier. Bam! Bruce Lee, voll aus dem Bild gekickt hier. Schön, dass ihr mir die Fenster kaputt macht. Dann kann ich hier auch rein. Das ist doch vernünftig hier. Daddy, Daddy! Wie komme ich zu dir? Sag nicht, ich laufe hier die ganze Zeit falsch. Na toll. Oh, das sieht aus wie die alte Zelle von uns. Gib mir den Apfel. Schieß auf mich. Zieh es nicht in die Länge. Du kannst nirgendwo hin. Und ich habe eine Pistole. Apropos. Wir sind im 21. Jahrhundert und du läufst immer noch mit so einem winzigen Messer herum? Das ist dumm. Okay, Desmond. Game over. Nicht jetzt! Nicht jetzt! Es gibt noch mehr zu tun! What the fuck? Nein! Hau ab! Ist die Alte, das ist die Alien-Alte. Hilft die mir? Was zum Teufel geht da unten vor? Wieder nicht. Metzeln sie erstmal hier ein bisschen rum, weil es so viel Spaß macht und so schön blutig ist. Müssen wir das auch genießen, ja.
Ach, komm, Glasscheibe. Now, Forrest! Geht dann bestimmt hier gleich runter. Alter, hat der voll einen an der Waffel oder was? Genug ist genug, Mr. Mann. Ich habe Sie im Geist der Zusammenarbeit eingeladen. Aber Sie danken mir meine Gastfreundschaft nur mit Gewalt. Ich hoffte, wir könnten Sie schon und Ihre Erinnerungen weiter studieren. Aber Sie sind den Ärger nicht wert. Wo ist er denn hin, Junge? Ach da, da läuft er. Ich autorisiere hier mit den Einsatz von Schutzwaffen. Wow, Einsatz von Schutzwaffen. Da bringt mir den ab. Kann ich den nicht empfangen? Der wird doch nicht angesetzt, wenn ich hinter dem bin. Ich muss es bekämpfen! Geh mal weiter hinter ihm her, so lange wie er noch richtig abgedreht rumrennt. Oder ich versuch's einfach mal mit. Ach komm, dann klettert der hier hoch. Ich wollte ihn noch gerade mal attackieren. Der läuft nämlich gerade nur noch im Kreis. Attackieren wir ihn mal. Mal gucken, was er sagt. Er sagt tot. Wo ist Willi? Fünfter Stock. Achso, das war's direkt. Also wenn wir den getötet haben, dann sagt er direkt hier. Dammit! Finde ich cool gemacht, also das ist das. Ihr rettet und verbessert es! Aber ihr macht immer alles kaputt! Und seht, was euch nicht gehört! Doch, mir gehört alles! Als Assassin's Creed 2 fand ich das irgendwann ein bisschen öde, weil dann immer die Moves gleich waren. Aber hier geht ja voll ab, ey. Man macht halt immer was Neues drauf. Was hat der denn hier für Spacken, ey? Deine Gatling Gun in der Hand oder was? Ach, der holt aus. Wenn du so kämpfst, ey. Kein Wunder, du hier volle Motte auf die Motte kriegst. Immer noch mehr. Ich glaube, das wird die Mega-Metzel-Folge heute hier, ey. Ich glaube, so viel Liter Blut wurden noch nie in einem Let's Play von uns hier verteilt. Alle voller Blut, alle voll. Alle voll. Ach, aber die Tresenfrau, die bleibt noch schön getillt. Alter, was ist das denn? Kein schöner Tod, muss ich sagen. So, hier sind alles rote Dinger. Ach, da ist doch ein Weg. Oh, da ist der Prof. Und mein Daddy. Bin ich mal gespannt. Dad? Nicht so schnell, Mr. Miles. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, ich mache hier die Ansage. Geben Sie mir den Apfel. Sie wollen ihn? Bitte. Hier ist er. Halt! Nein! Bam! Krass. Stimmt, der Apfel konnte ja fies Leute beeinflussen. Und wir wissen auch, wie es geht. Ach, du hättest nicht herkommen sollen. Du setzt alles aufs Spiel. Für was? Nur um deinen Vater zu retten?
Weil er zu dumm war. Ja. Aber er ist nun mal unser Vater. Und irgendwie mögen wir ihn ja auch. Ach ja, und praktischerweise haben wir noch eine Energiequelle hier gefunden. Brechen wir mal eben das Hauptquartier der Templer ein. Und moschen einfach alle. Ich drücke jetzt irgendeine Taste und alle gehen drauf, oder was? Und alle halten sich die Knarre am Kopf und machen... Alter, wie evil kniebel der ist, ey. Und wir machen vollen Gebrauch davon. Das kann doch nicht gut sein, oder? Spazieren wir mal locker gechillt raus. Haben gerade alle umgebracht hier in diesem scheiß Gebäude. Wow, nice. So einen Apfel hätte ich auch gerne. Yeah, das Ende ist nah. Oh, oh, das Ende ist nah. Ich kann mir doch gar nicht vorstellen, dass das Ende nah ist. Ey, wir haben noch so viel zu entdecken. Ich würde die Energiequelle anschließen, bevor ich wieder in den Animus steige. Deine Entscheidung. Tu es, aber du kannst entscheiden. Ja, danke, Daddy. Das war auch genau das, was ich vorhatte hier. Machen wir auch nicht. Hallo, wir wollen wissen, was hier weiter passiert. Und vielleicht taucht ja auch nochmal die Alienfrau auf. Das kann ich mir doch nicht entgehen lassen, ja. Erstmal ein bisschen rumklimmen hier. Bis wir wieder da sind, wo wir vorher waren. Loch? War da schon mal ein Loch? Oder erweitern die hier etwa mein schönes Häuschen? So, da waren wir doch. Oder hat sich da hinten noch ein Weg geöffnet, wo ich jetzt hier gerade mega falsch bin? Mal richtig fail durch die Gegend laufe. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier rumgelaufen bin. Dann musste ich hier unten irgendwo rein, da hochklettern. Und dann war ich immer da. Na, da muss sein. Aber wie ihr seht, er kann doch ganz gut klettern. Also so wie er sich aus dem Aufzug rausgeschält hat, steht ihm eigentlich gar nicht. Er kann es doch besser. Wir sind ja quasi zum Assassinen geworden hier. So. Hier haben wir das letzte Ding eingesetzt. Ach, jetzt sag nicht, da vorne können wir jetzt wirklich hoch. Ach komm. Ja, aber schöne Aussicht, Leute, ne? Schon eine geile Höhle hier. Und nochmal den ganzen Weg umsonst gelaufen und springe einfach runter. Ja, da vorne ist doch die Treppe, die vorher noch nicht da war. Ja, dann. Auf geht's in den zweiten Teil hier. Ne, dritten ist es ja schon, ne? Näherte sich, voller Kälte und Dunkelheit. Sie würde uns verschlingen, denn wir sind Fleisch und Fleisch ist schwach. Anzüge und Schilde boten Schutz, doch all das würde nicht reichen, um alle zu retten. Also wollten wir unser Wesen verändern, auf dass wir in einer giftigen Umwelt gedeihen können. Es war Aita, der sich meldete, um es zu probieren. Aita, mein Mann, meine Liebe. Am Ende veränderte es ihn, zerstörte ihn. Er war ein Gefangener von Maschinen. Der Körper hätte überleben können, doch sein Verstand musste dabei zerbrechen. Er bat mich, ihn zu erlösen. Tage, Wochen und Monate. Ich flehte ihn an, uns Zeit für eine andere Lösung zu geben.
Aber es gab keine. Nicht für ihn. Nicht für uns. Krass, die wollten sich zu Aliens machen lassen, oder was? Und auf einem anderen Planeten weiterleben. Und ihr Mann hat sich dafür bereit erklärt, als Versuchskaninchen zu... ja, dazustehen. Und hat es wohl nicht ganz überlebt. Ja, das ist natürlich doof. Macht ja auch sowas. So. Irgendwie sah die Stange sehr vertrauenserweckend aus. Scheint wohl nicht die richtige Stange gewesen zu sein. So, wollen wir nochmal den Anfang wagen? Das muss aber die richtige Stange sein. Oder seht ihr hier noch einen zweiten Weg? Ja, ich jetzt so auf Anhieb? Vielleicht. Das geht ja voll ab hier. Wo war denn, in welcher Richtung war denn das neue Ding? Da muss ich doch da wieder hin. Und hier einmal rum. Da an der Seite vorbei. Mein Gott, der fischt sich auch die kleinste Kackecke echt. Dafür ist also die Stange. Jetzt bloß nicht runterfallen hier. Mein Gott, ey, das war knapp. So, Jump, Stange, Stange und festhalten. Nice. Sehr schön. So, dann sind wir auch schon da. Oder? Ist das hier nicht richtig? Geht's noch weiter? Noch eine Sequenz. Mit komischen Schriftzeichen. Was ist das Bewusstsein anderes als eine Reihe elektrischer Impulse? Und der Körper ein Gefäß, das diese Funken bündelt. Doch er ist schwach. Mit der Zeit vergeht er und zerfällt zu Staub. Und wir fragten uns dann, was, wenn wir ihn ersetzen? Durch etwas Stärkeres. Etwas Besseres. So schufen wir ein neues Gefäß. Eins, das fortdauert. Und es war einfach zu betreten. Oh nein. Ich bin gerade in ihrem Brain drin. Doch zum Verlassen. Zum Verlassen brauchte man etwas mehr. Etwas Falsches. Und so wurde auch dies aufgegeben. Doch ich fragte mich, was tut sich abzuwenden? Sag nicht, die Alte lebt hier in der Ruine quasi weiter, indem sie ihr Brain hier eingemeißelt hat. Total crazy, ey. Waren ja verrückt, die Alten, ey. Climben hier jetzt an ihren Nervenzellen, an ihrem Brain rum. Mega lustig. Wahrscheinlich will die nur, dass wir sie befreien und sie endlich wieder nach 5 Milliarden Jahren hier aus diesem Scheißloch rauskommt. Where is denn mein Platz hier? Da ist er doch. War doch da. Oh!
War das schon der letzte? Dürfen wir jetzt endlich weiter? Das sieht ganz so aus. Es wird eine Brücke ausgefahren. Aber das Tor hat sich noch nicht geöffnet. Aber auf dieser Seite von allem war es das ja eigentlich. Dammit, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was denn hier abgeht. Oh, fieser Cliffhanger. Wir werden an dieser Stelle leider Schluss machen. Und in der nächsten Folge erst erfahren, was denn das mit der Brücke auf sich hat. Ob das Tor noch verschwindet oder ob wir dafür noch irgendetwas aktivieren oder sammeln müssen. Das erfahrt ihr alles morgen wieder hier in der Epic Time bei Assassin's Creed 3. Bis dahin. Tschüss.